Schön, schön, schön. So, da oben sind Federn. Da drunter aber auch. Warte. Nee, ich glaube, da kann ich besser wieder kurz hochflattern und landen. Da drüben auch. Warte. Ich möchte erst die Feder haben. Okay. Kann ich hier zwischenlanden? Mehr oder weniger gemogelterweise, ja? Warte. So. Okay, aber das ist nur die obere Fläche. Dann einmal hier drauf. Da unten gibt es noch Federn. Die hole ich mir auch gleich. Das steht außer Frage. Wir gucken aber erstmal hier. Okay, hier ist eine Schale für Hitzebeständigkeit. Mir ist bloß gerade noch nicht so ganz klar, warum. Dich müssen wir schmelzen. Warte mal. Das ist ja für so eine Energiezelle. Kann ich da rein? Werde ich, glaube ich, gleich rausfinden. Ja, das sind Schalter für so eine Energiezelle. Die wir aber gerade nicht haben. Da ist so eine Hitzebeständigkeitsschale. Wir können hier auf jeden Fall rein, wie scheint. Okay, Rostis Innenleben. Damit müssen wir kurz wieder raus. Müssen auf den Arm. Hier hin, ne? War das nicht hier? Doch, da. So. Dann den Zustand annehmen. Und schnell wieder rein in den Roboterhals. Und dann anscheinend die Dings entzünden. Oder auch nicht. Warte. Ich denke mal, der soll das Pagey schmelzen am Ende. Hier ist die Hitzebeständigkeit. Übersehe ich etwas? Warte mal.
denke, das ist einfach nur so. Damit können wir aber kein Feuer spucken. Hä? Ja doch, hat doch so geklappt. Okay. Dann war das beim ersten Mal halt nicht richtig so, wie ich da dran gegangen bin. Cool, ein weiteres Pagey. Da waren es nur noch 4, die zu Any Person fehlen. Schön. So, dann können wir ja jetzt hier getrost runter eigentlich. Mit euch kämpfe ich nicht. Zu dir komme ich gleich. So. Da scheint es auch noch rein zu gehen. Hier drunter ist nichts. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Einfach nein. Kartos, einfach nein. Nee, tschüss. Nee, komm. Hi, Kartos. Oh Gott, ey. Diese Strecke wird wahrscheinlich jetzt die Hölle. In diesem Weltraumbuch hätte ich nicht mit dir gerechnet. Grüße, Kumpel! Nachdem ich alle meine Edelsteine in diesem Casino verloren hatte, kam ich hierher, um Gold abzubauen. Wie das wohl gelaufen ist? Wie wär's, wenn wir diese niedrige Schwerkraft nutzen und eine Runde drehen? Jo, Alter. Bitte sammel 175 Steine und lass dich nicht einmal treffen. Ich seh's schon kommen. Wie kommt dein Gestell überhaupt mit der Weltraumphysik zurecht? Frag mich nicht. Ich arbeite hier nur dann mal auf die Gleise. Auf diese Tour braucht ihr... Ich hab's doch gewusst irgendwie. 175 Edelsteine, damit ihr einen Pagey bekommt. Alles aufsitzen. Ey, ich hab's irgendwie geahnt. Soll ich euch die Steuerung... Nein, wissen wir. Beschleunigen mit L... Mit X schießen, mit A springen und mit L auch bremsen, wissen wir. Nein. Ah, das ist nicht euer erstes. Nee, Rodeo. Springt einfach rein und ab geht die Post. Oh Gott, Leute, oh Gott. Oh Gott. Solange ich danach nicht wieder einen Schienenendkampf kriege. Jetzt müssen wir eh erstmal beim ersten Mal die Strecke lernen. Oh, oh Gott. Oh Gott, das wird was. Das ist tatsächlich ein komplett anderes Verhalten, weil der so langsamer ist. Das war schon scheiße. 175 Steine. Nein, Schaden. Und ich muss auf die Schranken achten die ganze Zeit. Jetzt spring ich ab. Schieß, spring ab, brems. Schade, verpasst dadurch 2 Steine. Ui, okay, da kann ich nicht springen. Ich hab gedacht, das geht vielleicht. Macht nichts, machen wir normal. Na klar, probieren wir das nochmal. Let's go, Junge. Abfahrt. 175 Steine. Aber wir können beschleunigen. Okay, aber dann sind wir zu schnell, um den Stein zu kriegen. Interessant. Oh, scheiße. Naja, wenigstens die Standardsteine kriegen. Okay, das Tor können wir nicht niederreißen. Scheiße. Ja. Ein verpasst, toll. Lieber den mitnehmen und dann noch den mitnehmen. Hier lieber die 3 mitnehmen nach Möglichkeit. Den zerschießen. Den mitnehmen, den mitnehmen. Die kriegen wir so. Okay.
Scheiße. Ich habe gedacht, ich könnte noch genug abbremsen. Wie gesagt, durch die Gravitation ist das echt ein bisschen anders. Aber ich habe momentan das Gefühl, hier liegt die Kunst eher darin, bisher wirklich möglichst einfach viele Steine mitzunehmen und weniger irgendwie Angst zu haben, Schaden zu fressen. Aber 175 ist trotzdem eine Hausnummer. Heilige Scheiße. Ah, okay. Boost in der Luft an der Stelle. Alles klar. Oh Gott. Ja, das war kompletter Kokolores, den ich da gerade gemacht habe. Nein, ich hätte da springen müssen. Ah, dammit. 175 Steine. Leck mir am Arsch. Okay, wir sind wenigstens auf der Bahn. Okay. Das war knapp. So. Mist, den habe ich nicht bekommen. Oben weiter? Fragezeichen. Nein, es ging für uns nicht oben weiter. Verdammt. Nein! Oh Mann. Blöder Karren. Mist. Oh, fuck you. Komm, dann nimm wenigstens den Großen da oben mit. Okay. Ich weiß nicht, was sich mehr gelohnt hätte. Oben lang oder unten lang? Keine Ahnung. Nein! Oh, scheiße. Ja gut, dadurch... Na, fuck. Boah, 175 Steine. Ich komme nicht drauf klar. Nein, genau den falschen Bogensprung. Aber gut, hätte eh nicht gepasst. Na klar, machen wir es nochmal. Das Schöne ist, hier hast du weniger Gegner, die dich irgendwie stressen. Aber dafür hast du halt wesentlich beschissenere Sprünge und du musst dich erstmal komplett an das Verhalten von Kratos gewöhnen, wie der bremst, wie der hier springt, etc. Mist. Mist. Schon kostbare Steine verloren. Nein, nein, dadurch habe ich jetzt den Großen nicht mitgenommen. Ah, scheiße, da kann man so rüberbrettern. Ah, scheiße, das wollte ich nicht. Das meine ich, dann beschleunigst du, das wird schon nichts mehr. Ich kann eigentlich Neustart machen, aber aus Übungsgründen würde ich sagen, fahre ich jetzt weiter hier. So. Mist. Ja, ich weiß halt nicht, wann bremsen, wann nicht bremsen. Bremst doch! Okay, kein Schaden bekommen. Dann habe ich auch nichts gesagt. Oh, ich wollte da hoch. Oh, Mist. Mist. Oh Gott. Oh Gott. Oh, das war kompletter Scheiß. Ja. Oben lang ist besser. Aber... Was soll ich sagen? Das war scheiße. Ja, das war richtig scheiße.
Mist. Ja, unten hätte man auch noch lang gekonnt, da wären auch noch gute Klunker gewesen. Ich habe jetzt gerade nicht mal drauf geachtet, wie viel ich zum Schluss hatte. Boah. Das war schon Kokolores. Um den zu kriegen. Mist. Ja, ich wollte den Schaden nicht nehmen, den ich jetzt hier kriege. Oh, leck mich am Hintern, ey. Dass man jedes Mal so viele Steine verliert, wenn man... Schade. Da hätte ich auch lieber den dicken Klunker, glaube ich, nehmen können. Ja, wie der den einen einfach ausgeklammert hat. Wäre ich gesprungen, hätte ich aber wahrscheinlich mehr verpasst. Muss ich hier schon springen, um auf die Biene zu kommen? Das beantwortet die Frage. Toll. Boah, 175 Steine, ey. Das ist echt nicht ohne. Mist, den habe ich nicht bekommen, leider. Ich dachte mir, oh, ich probiere es mal. Toll, Schaden gekriegt. Oh, super, ey. Oh, sowas ist scheiße, aber... Gefühlt musst du hier auf der Strecke nämlich alles kriegen. So. Ich komme da nie. Oh, scheiße, nie drauf. Oder krieg Schaden, ey. Oh, scheiße. Ja, Doppelschaden. Nee, doch nicht. Glück gehabt. Nein, oh, ich konnte mich gar nicht entscheiden zwischen ich booste zu dem Stein und ich... Oh, ey. Oh, da, jetzt kriegen wir den Orangen nicht und drei nicht. Oh, boy. Alter, wir sind jetzt gerade mal bei... Kannst du ja voll knicken. Da fehlen so fucking viele Steine. Ah, oh, das war dumm. Ja, ja, booste doch dann wenigstens in der Luft. Nö, mach da nicht. Oh nein, ey. Ich hätte warten sollen. Gut, ich habe eh nur 43 oder so. Okay, 153. Boah, da fehlt aber einiges, wenn man 175 braucht. Da fehlt echt einiges. Uff. Da fehlt echt einiges. So, das war jetzt ausnahmsweise mal gut. Und das war gut. Haben wir zwar den einen verpasst, aber wenigstens keinen Schaden. Spring. Spring. Die kriegen wir so.
So. Oh Gott, nein! Oh Gott, das war ganz knapp. Okay. Uff. Wieso ich da nie hochkomme, verstehe ich nicht so ganz. Nein! Oh! Da war wieder die Stelle, wo ich nicht sicher war, booste ich oder lasse ich das mit dem Boost? Scheiße. Ja, Versuch war es wert. Oh, wenn ich jetzt keinen Fehler mehr mache, haben wir's. Ja, Mann. Juhu, klasse, Partner. Ich muss sagen, diese Gleichspiele machen aber schon Bock. Also mir machen die Bock. Manometer, schon wieder ein Erfolg. Ich muss zugeben, die Fahrt mit euch hat ein paar goldene Erinnerungen geweckt. Aber hallo, die Fahrten waren fast gut genug für meine Top 100 aller Zeiten. Das hat Spaß gemacht, Katos. Hoffentlich schaffst du es auch in den nächsten Teil. Okay? Die würden doch nie so eine erstklassige Nebenfigur wie mich aus dem Spiel nehmen. Jetzt wäre ich tatsächlich traurig. Ohne Scheiß. Jetzt wäre ich wirklich traurig, wenn es den nicht gibt im nächsten Teil. Der zweite Teil ist ja ein 2D-Plattformer. Habe ich auch auf Steam. Damit dieses, also dieser Teil hier so viel Spaß macht, könnte ich mir vorstellen, dass eventuell in Zukunft auch ein Let's Play dann zu dem Nachfolger kommt. Wo ich auch komplett ungespoilert bin. Manometer, die wilden Fahrer sind wieder da. Wie wäre es mit noch einer Fahrt? Rein spaßeshalber. Nee, ich wollte nur wissen, ob du noch was zu sagen hast. Keine Chance. Ich setze keinen Fuß in diese Todesfalle.